Oh oh. Okay, ich will es doch machen sollen. Denn ich habe gerade keine wirkliche Chance, die da zu besiegen. Und sein Bastion hat jetzt irgendwie so den Masterplan. Sieht mir jetzt so aus. Yeah. Yeah. Kann die Karte denn? Drei oder mehr Batterien haben uns da zerstört. Zerstöre alle Karten, die den Gegner kontrolliert. Was? Alter. Also ein bisschen OP. Oh, wir verlieren. Erstes Duell mit unserem neuen Partner direkt am Verlieren. Genau. Gut. Ja, ich hätte den Effekt von der Karte aktivieren sollen. Ah. Oh. Oh. Das ist cool. Hä, wie gut ist sie denn? Und wir verlieren voll wenig Lebenspunkte eigentlich nur. Das ist gut. Okay, die hier muss ich mir merken, dass ich die reintun sollte. Ich gucke Google eh nach Batteriemann-Deck. Nachher. Geil, die kann ich aktivieren, das ist gut. Jetzt kriege ich ernsthaft die Karten vom Besten in mein Deck. Das ist natürlich super hilfreich. Aber dann habe ich wenigstens schon mal Batteriemann-Karten, ne? Oh ne, warte mal. Ist da irgendwas Besseres? Okay, die will ich lieber haben. Schnell. Oh, dauert lang. Oh, geil. Eine Götterkarte gezogen zum allerersten Mal. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt die hier angreife, dann sind die da noch übrig und ich kann leider nur eine zerstören. Ich aktiviere erstmal hier und zerstöre die andere Karte. Damit die nicht mein Leben zerstören. Ernsthaft. Wow, das hat sich gelohnt. Okay, dann werde ich jetzt Lumina zerstören und danach Satz ich spalt ein. Satz ich spalt ein, genau. Ich glaube, das sieht insgesamt gerade nicht so gut für uns aus. Egal. So, jetzt stirbt Wolf. Und jetzt ist nur noch eine übrig und ich setze die da schnell. Ah, da bist du dran, Blair. Nee, der nächste ist Hups. Hupsi. Oh Gott. Aber ich merke auch so langsam echt, dass das Spiel hier mir ein bisschen langweilig wird. Ich weiß nicht. 120 Parts, das ist viel, müsst ihr bedenken. Also. Ich weiß nicht, eigentlich, also als ich zugeguckt habe, ich habe jetzt zum Beispiel auch das Let's Play von Yu-Gi-Oh! GX Tech Force Evolution bei Jump Let's Play geguckt. Und da wurde mir nach einer Zeit auch einfach zu langweilig zum Gucken. Also da habe ich irgendwann aufgehört nach der Hälfte oder so. Am Anfang fand ich das auch echt cool, aber ich glaube, ich bin bei Yu-Gi-Oh! Nicht jemand, der da lange zugucken kann. Deswegen habe ich auch momentan zum Beispiel eigentlich auch immer noch nicht wirklich viel Lust auf das Yu-Gi-Oh! Online-Spiel oder so. Weil das habe ich damals so gesuchtet, dass das irgendwie so ein bisschen noch, ja, immer noch so ein bisschen kaputt für mich ist. Ich hoffe, das geht irgendwann weg. Ladegerät, what the fuck? Oh, er kann Kurzschluss spielen, Alter. Mach. Ja. Boah. Ey, wie gut. Batteriemänner sind geil. Das ist echt eine coole Idee, also da freue ich mich drauf. Ich muss nur echt irgendwo die Batteriemänner herbekommen. Also es wäre super, super nett, wenn ihr mir schreiben könnt, wo die drin sind, falls ihr das wisst. Ich habe nämlich leider keine Ahnung. Okay, das Ladegerät hat auch schon ganz schön viele Punkte. Oder Angriffspunkte, besser gesagt. Ma. Danke. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Reißende Tribut. Hätten wir bei drei Monstern wahrscheinlich eh noch nicht eingesetzt. Ich kann Ra beschwören. Entweder ich beschwöre jetzt Ra. Oder ich spiele die Karte. Obwohl dann. Ich will Ra beschwören. Der hat übrigens keine Animation, leider. Warte, was kann der denn eigentlich? Oh. Ach, nur wenn die als Spezialbeschwörung beschworen wird. Okay, das ist doof. Ich hab mir schon gedacht, jetzt kann ich immer Monster zerstören. Oh Mann, ich will Ra beschwören, aber dann können wir nicht gewinnen. Ich spiele jetzt Opferlamm und mach YOLO. Leider kann ich Reise beschwören. Aber ich glaube, ich greife einfach mal gar nicht an. Oder ich ziehe keine Lebenspunkte ab. Ne, ich greife jetzt einfach nicht an, weil ich will Ra beschwören. Ist ja jetzt ultra dumm, aber so kann Bestien, der glaube ich nicht genug Lebenspunkte abziehen. Nein. Oh oh.
glaube, ich habe zu viel Risiko gemacht, kann das sein? Oh, nee. Oh. Oh. Oh, er hat keine Karten. Okay, ist er Borg. Aber gewonnen haben wir doch, wir haben gewonnen, oder? Ja. Oh Mann! Oh. So viel zu Ra. Mist. Seht ihr, da passiert, wenn man eine coole Götterkarte spielen will. Man stirbt übelst ab. Deswegen wird das auch. Ja, genau. Obelisk noch am Ziehen. Ich will doch nur eine Götterkarte beschwören. Aber ich weiß nicht, welche jetzt. Das kann ich mich nicht mehr entscheiden. Ich glaube, Obelisk. Ra ist ja eigentlich doch eher die schlechteste, haben manche geschrieben. Ich habe ja gedacht, Cypher wäre eigentlich am schlechtesten. Aber Ra ist eigentlich viel zu gefährlich, weil. Naja, der kann halt super wenig Angriffspunkte haben, wenn man halt schlechte Monster opfert. Und wenn man den als Spezialbeschwörer beschwört, kann man halt so viele Lebenspunkte von sich selbst opfern, damit der so viele Angriffspunkte hat. Aber das ist ein bisschen gefährlich. Oh, ich könnte jetzt eventuell doch noch. Ach, das Bestchen, ups. Ra spielen. Spielen. Mit ein bisschen Glück. Oh, nee. Nein. Oh, du Arschkack. Wieder ein Monster weniger. Shit. Ma. Kann ich es machen? Nein. Ich würde da nur eine Götterkarte spielen. Das verlieren wir bestimmt noch deswegen, weil ich jetzt unbedingt die Götterkarte spielen wollte. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Oh nein. Oh nee. Aber das Gute ist, der keltische Wächter-Dings, da kann er zerstört werden. Weil der kann nicht von Monstern, die über 1900 Punkte haben, zerstört werden. Und deswegen kann er zerstört werden. Ist das nicht super geil? Okay, der wird die jetzt angreifen, dann haben. Ah, ne, geht ja gar nicht. Warum hat der gemacht? Hä? Verstehe ich nicht. Gott, ist das verwirrend. Ich blicke hier noch gar nicht durch. Ich muss unbedingt mal lernen, wie diese Batteriemann-Karten funktionieren. Damn. Ich guck mal, vielleicht splitte ich das Ganze hier auch wieder nur in zwei Parts, weil das Ganze irgendwie doch schon ein bisschen langweilig ist, was gerade hier passiert. Oh. Oh. Synchro! Nee, doch. Und? Wen kann ich rufen? Yay, die bringt mir eigentlich nichts, aber egal. Ich mach trotzdem, weil ich cool bin. Was eigentlich voll riskant ist, weil. Das Monster hatte 2700. Ich habe mich gerade selber umgebracht, ich Trottel. Nee, hab ich nicht. Hä? Ich hab Monster vom Typ Psi im Friedhof? Seit wann das denn? Oh, dumm. Oh, schön Lebenspunkte dazu bekommen. Ja, ist jetzt minimal ungünstig, ne? Wow, wie doof war das denn schon wieder? Jetzt habe ich mich schon wieder selber umgebracht. Ich habe voll vergessen, dass die derbe Karte auf dem Feld hat. Das kommt davon, wenn man jetzt da labert und gar nicht auf das Feld achtet. Und wir haben einen Feierlorien. Ist das nicht dull? Nein, das ist nicht dull. Ich spule vor, das ist zu traurig. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Das kann ich mir nicht mit ansehen. Oh, das ist so warm. Wisst ihr, das ist richtig kacke, dann so aufzunehmen. Weil das ist so warm und dann so. Und dann so bah, und dann so Kotze. Und ich merke auch schon, dass die Aufnahme hier jetzt nicht gerade gut war. Weil, was habe ich schon gemacht? Eigentlich nichts, ne? Das ist nicht schön. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein Duell und dann beende ich die Aufnahme mal. Dann splitte ich halt echt in zwei Parts, weil das war echt nicht gerade erfolgreich, würde ich mal behaupten. Oh Mann. Hey, Pech, aber auch. Opfer. Tschüss. Hat ja richtig gut geklappt, wie sie in die Pros. Ja. Hi. 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 Menno. Ich bin ja gespannt.
Fühlst du dich krank? Okay, dann benutzt einfach als Ausrede, fühlst du dich krank, deswegen musst du nicht gehen, okay. Also man kann anscheinend echt mit allen hier durchgehen, weil, mit allen den Unterricht schwänzen, weil Bastion ist, denke ich, der Letzte, der, oder mit dem man den Unterricht schwänzen könnte. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier hingegangen bin, hier ist gar nichts. Das war dumm. Dann gehen wir mal zum Strand. Ich muss gehen. Ich bin gespannt, was bei Bastion die Story ist, weil eigentlich ist dem überhaupt nichts passiert. Oh, gegen die habe ich erst einmal gekämpft. Was ist das denn? Was zum? Du hast keinen Gegner zum Duellieren? Opfer? Nicht, dass ich dich anmache. Okay, die ist gruselig, egal. Es ist so warm, ich sterbe. Gott, ist das kacke. Warum mache ich das jetzt gruselig an? Ey, das ist so warm, ich sollte aufhören. Ich bin die ganze Zeit am Rumjammern. Was eben noch so, boah, ich finde es voll gut, wenn Leute meine Videos gucken, ohne rumzujammern, weil das zeigt dann so, dass die voll cool sind und so, was auch immer das damit zu tun hat. Jetzt bin ich die ganze Zeit am Rumjammern, weil es warm ist. Oh Gott. Mein Rücken juckt. Ich hätte jetzt echt keine Lust, Mario Kart aufzunehmen. Ich habe gerade eigentlich gar keine Lust, irgendwas anderes aufzunehmen als Yu-Gi-Oh! Eigentlich wollte ich noch Digimon aufnehmen. Oh, es ist so warm. So Sommer sind echt nicht schön. Ihr könnt ja mal schreiben, wie warm es bei euch ist. Also ich finde das hier gerade einfach nur scheiße. Das ist echt übertrieben. Das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich erstmal nicht. Und das auch nicht. So. Okay, das sieht doch schon besser aus. Direkt wieder rar gezogen. Ziehe ich bestimmt immer, weil Bastion Radiello ist. Früher habe ich mal Radiello gesagt. Heute gucke ich. Yeah! Like. Hä? Eisenschrott Vogelschild ist so eine unfaire Karte. Kann man einfach jede Runde einen Angriff blockieren. Das ist böse. Oh, das kommt mir gelegen. Tschüss. Und kaputt gematscht. Und dann spiele ich den angstlosen Kraft an. Den flippe ich jetzt mal lieber nicht. Ich bin auch müde, oh nein, es ist so schrecklich. Übergabe. Nevdoria. Und ich kann den Angriff wieder abblocken. Warum greift er eigentlich überhaupt an? Auch wenn die zerstört wird, kann er ein anderes Monster auf den Friedhof schicken, also hätte der meins auch mit zerstört. Okay, ich könnte jetzt. Mache ich auf den Flippen. Dann gebe ich unsere beiden Monster zurück auf die Hand. Das und dann den Pinguin-Soldaten. Denn dann kann ich die direkt nochmal spielen. Und den Effekt nochmal aktivieren. Was voll unfair ist. Und dann kann ich direkt angreifen. Boah, voll geil. Ich kann abwehren, nochmal abwehren und angreifen. Eigentlich ist das richtig billig, aber egal. Wisst ihr, was ich mal cool fände? Wenn es so eine Art Varo nur mit Yu-Gi-Oh! Gäbe. Das wäre doch cool, oder nicht? So ein derbes Turnier aus Yu-Gi-Oh! Aus Yu-Gi-Oh! Mit so YouTubern. Also ich finde das cool, aber die meisten YouTuber kennen, denke ich, gar kein Yu-Gi-Oh! Oder kennen die Regeln nicht und nix. Aber das wäre doch mal cool. Übrigens mit jetzt dem Projekt, worüber ich die ganze Zeit am Labern war. Da ist jetzt noch nicht wirklich großartig was weitergegangen. Weil wegen nicht gerade viel Zeit. Aber sobald da irgendwas, ja, Großartiges passiert, werde ich euch, denke ich, informieren. Also ich meine jetzt dieses Nachfolger-Varo-Projekt-Dings. Ja, aber falls da was passiert, dann sage ich euch, denke ich, Bescheid. Und ihr werdet das dann wissen. Wahrscheinlich lade ich noch ein Infovideo so hoch. Ich werde auch, denke ich, nochmal, wenn die ganzen Regeln alles überarbeitet sind, nochmal ein neues Video dazu hochladen. Eventuell so ein kleines Update-Video, wie das jetzt dann verbessert aussieht, sage ich mal. Und dann nochmal auf die, ja, Reaktionen von den Leuten zu warten, die ja dann finden. Weil das war ja echt zu viel am geschrieben, boah ey, du hast voll lange bestimmt drüber nachgedacht und voll ausgeklügelt und wie ist das eigentlich innerhalb von ein paar Minuten eingefallen, das ganze Konzept, weil das ist ja auch teils einfach geklaut von Sachen wie Hunger Games oder so und das ist jetzt eigentlich meiner Meinung nach kein großer Aufwand gewesen, das zu erfinden. Aber trotzdem finden so viele cool und das freut mich natürlich, weil das halt recht simpel, aber effektiv ist und das ist doch cool, oder nicht? Ich werde da jetzt einfach die ganze Zeit über weitermachen, weil ich richtig unfair bin. Der kann nicht angreifen, weil ich Eisenschrott Vogelscheuch habe und kann aber auch jede Runde nur ein Monster spielen. Das ist eigentlich voll der Todeskreis.
Weil ich habe jede Runde Pinguinsoldat. Pinguinsoldat, ich kann nicht reden. Oh. Eigentlich wollte ich mein Monster noch spielen, aber egal. Okay, jetzt ist mein Angriff mal vorbei, das ist so gut. Egal, ich habe ja noch Pinguinsoldat. Den supertoolen Jesusmann. Warum sage ich das? Boah, nee, ich kann sogar eine Zauber der Feindkarte annullieren. Warum ich aber mal die da gerade nicht annullieren konnte. Wahrscheinlich, weil ich die gerade gespielt habe in dem Zug. Kann das sein? Ich glaube schon. Warum greift der eigentlich an, wenn der eh weiß, dass er ihn angreifen kann? Übrigens, Eisenschrott Vogelscheuche kann nicht die ganze Zeit aktiviert werden, sondern nur einmal pro Zug. Was aber eigentlich schon unfair genug ist. Lalalala. Flip! Und wieder zurück auf die Hand. Den. Und den. Jetzt spiele ich mal die da und greife damit an. Und ich spiele noch die. Und mit Zauber und Fallkarte dürfte ich ja jetzt Gott sei Dank abblocken können. Hoffe ich zumindest. Oder? Oh. Jetzt soll ich die? Ja, komm, ich annulliere die mal. Auch wenn der Fisch eigentlich dumm ist. Hoffentlich war das nicht dumm. Oh Gott sei Dank. Er konnte sonst nichts mehr aktivieren. Okay, dann war es das. Und du bist dran. Geht nur 900 Lebenspunkte, das ist nicht gerade zu viel. Gut, allein bin ich jetzt gerade besser, weil aber auch, denke ich, teils daran liegt, dass unsere Decks halt überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind. Das ist jetzt nicht gut. Bitte schwerer Sturm oder so. Na dann nicht. Dann setze ich die. Und dann war es das. Ich könnte ein Level 5er Synchro-Monster machen. Oder ich spiele Clash Ra. Dunkler Herrscher Hades. Ich bin so toll. Leg mich am Arsch. Tja. Jetzt kann ich wieder zurück auf die Hand geben. Ah, das ist irgendwie langweilig. Ich bin echt froh, wenn ich ein neues Let's Play anfangen kann. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will halt für jeden was machen. Und ich könnte auch einfach sagen, es geht mir so von am Arsch vorbei, was ihr wollt. Ich mache einfach die Spiele, die ich spiele. Und spiele jetzt einfach 8 Monate lang, was weiß ich. Keine Ahnung, worauf habe ich gerade Lust. Ich habe gerade Lust auf Let's Play schlafen gehen. Oder Let's Play in den Pool springen oder so. Oder lade halt gar keine Videos hoch. Und wie gesagt, ich probiere halt trotzdem noch möglichst das hinzubekommen, was ihr halt gut findet und was ich gut finde, damit Abwechslung da ist. Und ich will halt einfach nicht noch ein Let's Play von Yu-Gi-Oh! Machen. Also noch ein, also das Let's Play hier weitermachen. Weil ich halt einfach keine Lust habe und ich habe Nein gedrückt, kann das sein? Ja. Manchmal, da will ich mich ein bisschen schlagen. Ich bin so dumm. Oh. Oh. Egal, ich hab hier die Karte. Tschüss. Und jetzt kann ich Synchro machen. Aber ich denke, das verstehen auch die meisten. Also wer da jetzt sagt, boah ey, voll undankbar oder sonst was, der kann mich ruhig deabonnieren und ein bisschen, keine Ahnung, ein Klo reinfallen oder so. Denn das würde ich überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn das keiner versteht. Denn das ist ja praktisch, als würde ich sagen... Ja, warte mal, was mache ich jetzt am besten? Als würde ich mich praktisch... Weiß ich nicht, ich spiele gern Fußball und ich würde dann hingehen, wobei ich gehen und sagen, boah, die Schuhe da sind scheiße, zieh andere Schuhe an und spiel dann damit. Boah, die Schusstechnik ist billig, mach mal lieber was anderes, mach mal, keine Ahnung, boah ey, du sollst jetzt nicht mehr in Angriffsposition sein, geh in Verteidigungsposition, versteht ihr? Das passt sogar gerade ein bisschen, weil, nee, irgendwie nicht, aber ich habe gerade gemeint, Yu-Gi-Oh, hier ist Angriffsposition, Verteidigungsposition, versteht ihr? Hahaha, Fußball, haha, lol. Auf jeden Fall, das ist halt, als würdet ihr praktisch immer ein Hobby eingreifen, das bestimmen wollen. Und wer das macht und meint, er dürfte das, also sich das rausnehmen zu dürfen, zu sagen, dass ich das und das machen soll und das nicht machen darf, der hat sowieso ein bisschen einen Knacks weg und null Respekt. Weil man kann sich doch nicht ernsthaft einfach meinen, erlauben zu dürfen, ja, bestimmen zu dürfen, wenn man auch noch niemals was dafür bezahlt. Und ich meine, die Zuschauer machen ja jetzt nichts großartig dafür, um die Videos gucken zu dürfen. Was jetzt natürlich nicht schlecht ist, denn ich meine, YouTube ist geil, man muss dafür nichts bezahlen, hallo. Aber gerade deswegen kann man sich ja nicht einfach rausnehmen und sagen zu dürfen, besonders auch bei so berühmten YouTubern oder so, wo dann Leute einfach sagen, boah, du kriegst so viel Geld von uns oder, keine Ahnung, du bist so reich und so fame wegen uns, da kann man doch auch mal erwarten, dass du das und das für uns machst oder so. Boah, da könnte ich kotzen. Das ist so richtig dumm. Hast du das Spiel aufgehangen? Nee, okay.
Also sowas, ey, als würde die was dafür bezahlen, als würde irgendwer, als wäre es anstrengend, irgendwie 5 Sekunden Werbung anzugucken, wo die meisten eh Adblocker benutzen. Also, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Das ist richtig respektlos einfach. Wenn man sowas macht. Also, mit jetzt unbedingt das Adblocker benutzen, das finde ich so auch nicht gerade gut, weil das halt eigentlich die ganze Arbeit von dem YouTuber zunutze macht. Weil man halt da nichts davon bekommt, außer halt die Zuschauer. Denn ich hatte ja schon mal, glaube ich, erwähnt, wenn man halt Adblocker drauf hat, kriegen die YouTuber kein Geld. Also, wenn ihr jetzt Adblocker benutzt und dann ein Video von mir guckt, wo dann Werbung drauf ist, dann seht ihr natürlich die Werbung nicht und dadurch bekomme ich dann auch kein Geld, ne? Also, falls die Leute das nicht wissen, weil wenn ich jetzt Adblocker, ich habe Adblocker unter anderem auf einem anderen Browser installiert, wo ich dann halt oft Sachen runterlade und so, und da kommen halt immer so scheiß Werbung und alles. Und was mache ich denn jetzt? Ich könnte schon wieder Ra beschwören, aber ich will nicht. Das ist zu gefährlich. Und da habe ich das halt. Aber man kann, soweit ich weiß, auch den Adblocker für manche Seiten ausstellen. Und für YouTube... Oh, super. Für YouTube habe ich den immer ausgestellt, weil ich halt... ja, will das, wenn ich dann halt ein YouTube-Video angucke und da Werbung kommt, ich dann einfach überspringen kann, die Werbung kurz und gut ist. Und dafür kriegt derjenige dann auch Geld. Warum sollte man dem dann nicht gönnen? Also, ich weiß nicht. Ich finde das nicht schlimm, wenn ich jetzt 5 Sekunden Werbung gucken muss. Klar, manche Werbungen, die sind auch länger. Die muss man irgendwie komischerweise angucken. Ich weiß auch nicht ganz, warum. Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Aber, das ist nicht schlimm, mein Gott. Ihr kriegt das gratis. Ich meine, da kann man doch auch mal so ein bisschen was angucken. Weil jetzt nicht heißt, ihr sollt das machen, damit ich Geld bekomme oder so, sondern einfach... Ich weiß nicht. Ich finde es einfach nett. Einfach eine nette Geste. Deswegen mache ich das halt. Also... Ich würde niemals jetzt Adblocker für YouTube benutzen, bei anderen Leuten, also, ich weiß nicht. Die machen ja auch, also ich denke auch Arbeit daran, besonders bei vielen ist das ja sogar ihr Beruf. Und die verdienen halt damit Geld und da ist das schon fast so eine Art, weiß ich nicht, als würde man den ihren Beruf manipulieren, indem man halt die Werbung umgeht und die bekommen dadurch kein Geld. Ich meine, die leben davon. Das ist, kann gefährlich sein, wenn jetzt auf einmal jeder Adblocker benutzt und die kein Geld mehr bekommen, dann kann denen ihre Existenz abfrecken. Dann nur, weil die Adblocker benutzt. Ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel. Das wird vermutlich auch nie passieren. Weil es, denke ich, immer einige Leute gibt, die sagen, hey, ich mach das nicht und will halt, ja, den Leutchen was gönnen. Das heißt ja auch nicht, dass ihr denen nichts gönnt, wenn ihr Adblocker benutzt. Das ist halt einfach schöner, wenn man Adblocker hat, weil man dann halt keine Werbung gucken muss. Ich kann ja vollkommen verstehen. Aber, ja, ich finde es einfach nett, wenn man das einfach für YouTube nicht macht. Weil halt einfach, ja, da Arbeit hinter steckt. Klar, bei anderen Seiten steckt auch Arbeit dahinter. Aber es ist ja auch voll oft so, dass da irgendwelche, was weiß ich, was Porno-Virus-Seiten kommen. Und da ist es schon okay, wenn man das blockt, weil ich meine, wer will schon irgendeinen komischen Gammel-Virus auf seinem PC haben. Und das ist auch meiner Meinung nach, okay, wenn man Seiten blockt, die einem ein Virus auf die Fresse schicken. Weil ich meine, egal wie viel Arbeit da drin steckt, wenn die einem ein Virus, ja, geben wollen, dann hat das... Haben die jetzt verdient, wenn die davon nichts bekommen? Steht da. Ich meine, die meisten YouTuber sind ja doch schon recht ehrlich und. Wieso laber ich gerade so lange darüber? Ich probiere euch gerade so voll hier so meine Moral in die Fresse zu schlagen, so von wegen, hey, seid immer nett und esst Gemüse. Hey. Ich bin heute dumm, das ist die Hitze, keine Sorge. Das geht wahrscheinlich nie weg, aber okay. Ich sterbe gerade ein bisschen, aber cool. Vor allem, die hat 900 Lebenspunkte, die dumme Kuh. Maki, ey. Oh, mir ist gerade was aufgefallen. Ich wollte unbedingt über Corpse Party reden. Den Anime auch, weil den habe ich geguckt letztens. Da dürfte ja momentan in aller Munde sein wegen PewDiePie. Da der ja von gerade ein Let's Play macht, da bin ich auch drauf gekommen durch das. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Und würde gerne darüber reden einfach. Warum habe ich den beschworen? Bin ich doof? Das mache ich aber dann in der nächsten Aufnahme. Wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Ich habe jetzt doch fast eine Stunde aufgenommen, kann sein. Ach, ich hab den Timer schon abgebrochen. Schon. Wie lange dauert das Duell? Gott! Ist die nervig, ey. Geh doch mal weg! Die regt mich gerade richtig auf, die dumme Kuh, ne? Tapf der Trägheit. Oh, yeah, geil. Mit Adolfbart. Oh, ich finde das Deck gerade richtig scheiße. Macht mir gerade gar keinen Spaß, das zu benutzen. Den da, den auf jeden Fall. Den auch und den, komm. Ich hab gar keinen Bock, ich werde jetzt eh gleich hoffentlich gewinnen. Da kann ich auch mal schnell machen, ne? Oh. Gemeinsam sind wir stark. Stark, vor allem.
Ich sollte aufhören. Ich aktiviere die jetzt und spiele dann gemeinsam sehr viel stark, denn dann bekommen die, kommt mal hier Psy-Schneckenvieh, ich glaube 1500 Punkte dazu. Ne, 800, ne? Kommt die pro Monster, oder? Ja, 800. Oh, krass. Das ist stark, aber für jedes offene Monster sehe ich gerade, das wusste ich gar nicht. Und 4300 ist doch ganz okay, also geht ja, ne? Danke, es hat funktioniert, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, das klappt jetzt wieder nicht, weil irgendwas dazwischen kommt, da hätte ich mich ultra aufgeregt. Und ich bekomme einfach nicht dazu, eine Götterkarte zu spielen, das ist doch kacka. Das ist doch kacka, voll bockig. Mann. Okay, gut, dann wollte ich sagen, wartet jetzt erstmal. Ich habe irgendwie, das war eine voll komische Aufnahme, deswegen werde ich die auch in zwei Parts splitten. Also, das ist zum Beispiel auch, was das machen nicht viele. Das mache ich aber jetzt, weil ich gesagt habe, hey, das war jetzt nicht so eine gute Aufnahme, deswegen splitte ich das in zwei Parts, damit ihr euch nicht vier Parts langweilige Scheiße angucken müsst, sondern nur zwei. Und das ist dann natürlich auch mal ein bisschen mehr Arbeit für mich, weil ich halt, ja, dann nochmal mehr aufnehmen muss. Und irgendwie kommt mir das vor, als würde ich... Die Schatten sind ultra unlogisch. Ich meine, guck mal, wir sind hier drin im Schatten und trotzdem ist da noch mehr Schatten. Voll unrealistisch, ey, bah. Irgendwie kommt mir die Aufnahme gerade die ganze Zeit so vor, als würde ich hier so nur rummaulen. Kann das sein? Oh Gott, das wirkt auch so. Egal, das soll nicht so wirken. Auf jeden Fall war das eine komische Aufnahme. Ich habe die ganze Zeit irgendwie rumgemault und gemäkelt und gesagt, boah, macht Adblocker aus und so. Aber egal, macht einfach das, wenn ihr wollt. Und ich kann euch ja nicht irgendwelche Moral einreden, also... Wenn ihr sagt, nee, das ist mir doch zu anstrengend, ist das vollkommen okay, wenn ihr Adblocker benutzt. Und wenn ihr sagt, hey, du hast mir die Augen geöffnet. So schlimm ist das jetzt nicht, Werbung zu gucken. Und dadurch, ja, belohne ich dann praktisch nochmal die YouTuber, die das ja gratis machen. Dann, ja, ist das auch okay, ist sogar gut. Und ich weiß nicht, irgendwie kam die Aufnahme komisch rüber. Das würde ich die ganze Zeit rummaulen, egal. Dann habe ich halt mal nur rumgemault und wir sehen uns im nächsten Part. Denkt dran zu bewerten und ja, schreibt einfach mal so eure Meinung dazu und vielleicht, ob ihr Adblocker benutzt oder nicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber ist ja auch wieder auch ein bisschen Zeit vergangen, seitdem ich das letzte Mal gefragt habe. Egal, bis dann, tschüss.